Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Letztes Mal grandios gescheitert, diese Festung einzunehmen und Kate Winslow zu retten. Das müssen wir jetzt nochmal ordentlich machen. Die sind noch alarmiert vom letzten Mal. Das gefällt mir gar nicht. Guckt euch mal an, wie viele Feinde da schon wieder rumlungern. Und wir müssen wieder die drei Dinger ausschalten. Diesmal gehen wir es taktisch an. Irgendwie. Das war doch taktisch. Ui. Gegner ausschalten ist zumindest meine Lieblingstaktik. Deswegen würde ich die auch ein bisschen verfolgen. Nur Teil dieser Taktik wird auch sein, nicht getroffen zu werden von Gegnern. Ich glaube, das wird massiv helfen. Ich wünschte echt, wir könnten Geschütze auf unsere Seite bringen. Boah, ist das schwierig für so einen einfachen Geschützturm. Ja, zumindest umständlich. Hui. Noch einmal hier unten durch. Storehack? Nö, mach mal Execute-Hack. So, das ist ausgeschalten. Da ist noch ein Mech, der muss unbedingt weg. Hat die mich erkannt? Nee. Oh, ich wurde aber entdeckt. Vom anderen Geschütz. Fängt ja so gut an, wie es letztes Mal aufgehört hat. Helfe schon wieder im Eimer. Ist er jetzt wenigstens? Ja, der ist down. Wie? Wer mit Granaten wirft, der bekommt Granaten zurück. Komm schon. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir hier zumindest die Möglichkeit. Da ist Hilf. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Das wird unserer Sache deutlich zugute kommen. Schnell darauf und zerstören, bevor wir angegriffen werden. Weg damit. Sehr gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hinten ist so viel los. Explodiert aber schon ganz schön hier. Gut, wir müssen auf jeden Fall da hinten hin. Da ist, glaube ich, wieder so ein geschützt. So viele Mechs. So viele Mechs. Nein, geh hoch. Geh hoch. So, wieder nur noch 6 Spare Parts. Es wird irgendwie nicht mehr bei mir. Obwohl ich mir dafür so cooles Zeug kaufen könnte. So, das Geschütz muss unbedingt gehen. Oh, nicht für den Menschen. Mist. Das war eine verschwendete Mine. Na komm. Na, das hat ihn nur wütend gemacht, schätze ich. Komm schon. Ja, geh hoch. Geh hoch, du blinkst doch wie verrückt. Dankeschön. Und das gleiche nochmal. Das gleiche einfach nochmal. Ich habe jetzt 2 Health-Items auf einmal eingesetzt. Bin ich bescheuert? Also die Frage geht mit einem ganz klaren Ja zu beantworten. Komm, geh doch hoch. Ich verschwende hier alles. Was zum... Hä? Okay, das Spiel macht mich fertig. Letzter Versuch, sonst mach mal was ich mehr kann. Keine Ahnung, Rinde einsammeln. Ja, das ist schön einfach wieder. Keine Ahnung, Spiel. Execute. Wäre viel besser, wären die tatsächlich auf meiner Seite. Schluck Schnecken. Ja. So viel zu interesting. Komm schon, Schwachpunkt. Oh, wenigstens der ist down. Mist. Und Verstärkung kommt auch.
Komm, hier war doch irgendwo ein Health-Item. Hier. Oh, nicht schon wieder. Ich hab's vergessen, dass da oben geschützt ist. Nicht da hoch, nicht da hoch, nicht da hoch. Sehr gut. Nein. Vielleicht kriegt man den down mit dem Fass hinter uns. Oh. Anscheinend nicht. Oh, da lag ja schon eine. Ist er down? Ist down. Gut, dann heilen wir ein bisschen hoch. Ganz entspannt. Ganz entspannt machen wir das. Noch bin ich entspannt. Ein Mensch. Toter Mensch. Okay, jetzt Vorsicht vor dem Geschützturm. Und dann sind wir erstmal wieder sicher. Und dann mache ich das Ganze ganz schön langsam. Ach komm. Wo muss ich denn drauf schießen? Ich schieß doch auf die empfindlichen Stellen. Kann ich hier irgendwas damit machen? Vielleicht durch die Wand hacken, das wäre mal was. Naja. So, unser Essen hat uns geheilt. Ist das nicht schön? Jetzt muss man schnell hier untergehen. Boah. So, einmal Health musste ich drücken. Das hat leider nichts geholfen. So. Und der kriegt eine Mine verpasst. Dann ist das Teil wenigstens weg. So, vielleicht habe ich Glück und das Health-Item ist hier nachgespawnt. Nein. Manchmal tut's das. Na gut, wollen wir mal das hier sabotieren. Sehr schön. Und weich landen. So, Munition nachcraften und dann ganz langsam. Ganz langsam und entspannt. Oh, seht euch das an. Wie soll ich da entspannt bleiben, Mensch? Aha. Oh, sieht mich der Mensch da? Komm, Mine, geh doch hoch. So, der müsste mich jetzt aber ein bisschen verfolgen am besten. Nicht in die andere Richtung. Kommt her. Ich bin hier. Hallo. Ne, kommt schon. Oh, die Mine ist da doch mit drauf gegangen. Das war nicht gut. Komm schon. Ich bin ja so schön in Deckung und... Mist, ich glaube, die hat irgendwie Schutzmechanismus aktiviert. Zumindest war sie nicht mehr so gut sichtbar dadurch. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ich crafte Minen nach und jetzt habe ich kaum noch Spare Parts. So, hier war wieder irgendein Geschütz, das ich nicht mag. So, das kriegt er direkt in die Fresse und dann kriegt er auch noch hier schön. Ja, komm, zeig dich. Zeig dich. Na? Das hat nicht wirklich funktioniert. Wo ist denn dein Schwachpunkt? Ein Glück ist es nur ein Flammenwerfer geschützt, der kann mir nichts auf die Entfernung. Naja, irgendwer schießt trotzdem. Nein! Okay, das Geschütz kommt weg. Das ist sehr gut. Und der Typ da oben. Und hier unten. Muss echt sparsam jetzt mit der Munition sein.
Komm schon. Ja, mitten in die Fresse. Nochmal. Sehr schön ausgeschalten. Da oben ist noch einer. Und dem haben wir auch ordentlich eine Breitseite verpasst. Na kommt, kommt hier. Am besten alle auf einmal, das spart Munition und Nerven. Vielleicht sollte ich noch was essen. Keine Ahnung, was gut schmeckt, wir versuchen es trotzdem mal. Warum blinkst du hier immer? Warum blinkst du? Ich wünsche echt, die würden mich ein bisschen mehr verfolgen. Ah, jetzt kommen sie. Komm schon, die liegt perfekt. Fast perfekt. Oh, keine Munition hier mehr drin. Nachcraften, so schnell es eben geht. Komm schon. Ja. Diesmal gehen wir mit Hirn vor. Mist. Komm schon. Nicht weggehen. Oh, wer schießt da? Von ganz da hinten hat er mich abgezogen. Uiuiui. Wir gehen mal einen anderen Weg. Elf-Item immer noch nicht nachgespawnt. Da oben ist auch irgendwas. Ich glaube, wieder ein Geschütz. Das kann man, glaube ich, von hier hacken, oder? Sieht nicht danach aus. Aber von hier. Das ist doch... Wieso ist das so kompliziert? Für so ein einfaches Luftabwehrding. Lass mich durch. Mist. Lass mich durch. Wenigstens haben wir genug Zeit und wir haben es geschafft. Execute Hack, würde ich mal sagen. Ist auch ein Geschütz. Da sind noch mehr Mechs. Da sind natürlich auch zwei Geschütze. Das ist nicht sehr gut. Ja, regt euch mal wieder ab hier, allesamt. Was ist hier drin? Stun Grenades. Setze ich selten ein. Oh, das ist doch ein schöner Spot für die Granate. Jetzt geh ja nicht hoch, wenn da nur ein Mensch raus... Ah, manchmal verschwendet man halt Munition. Damit muss man klarkommen in dem Spiel. Komm schon. Direkt aufs Fressbrett. Ja. So, zwei Spare Parts haben wir noch. Und hier ist Medizin her damit. Nein. Mist, ich dachte, die Explosion schlägt dann drunter auch durch. Komm, kriegt man den irgendwie? Ja. Und ausgeschalten. So, ich glaube, jetzt soll es sicher sein. Was auch immer das heißt. Da oben... Oh, da oben ist noch ein ganz mieses Geschütz. Und jetzt nicht mehr. Ich dachte, wir müssen hier auch hoch. Na, auf jeden Fall erstmal hier. Hui, bisschen nass wärmer. Na komm. Oh, hier komme ich ja gar nicht hoch. Ich dachte, hier wäre auch einfach so ein schönes Seil, wo ich mich hochhangeln kann. Hui. Okay, da sind auch noch zwei, aber ich glaube... Na, ich glaube, die schießen auch auf mich, wenn ich denen die Option lasse. So, die sind jetzt ausgeschalten. Das sieht gut aus. Weg damit. Weg damit. Ging doch jetzt eigentlich ganz gut. Warum hatte ich letztes Mal so Probleme damit? Ui. Okay, das waren anscheinend die Röhren, die explodieren, wenn man die Teile hier sabotiert. So, da muss ich irgendwie hoch.
Macht's mir doch nicht so kompliziert, Jungs. So. 3 von 3 ausgeschalten. Ein Glück. Ist das nicht schön? Hoffentlich retten wir die Person da drin auch noch. Nicht, dass sie jetzt mit hochgeht. Ui. Und weg sind sie alle und die Natur erobert sich Pandora zurück. So wie es sein soll. Sind das schöne Farben. So, jetzt können wir die vielleicht wirklich mal retten. Hallo. Chessguard-Mod. We meet at last. I'm Katie. Hallo. Du siehst aber hübsch aus. Muss das hier noch kurz knacken. Komm schon, gutes Zeug. Assault Rifle Exquisite. Ich fasse es nicht. Ausrüsten. Macht mehr als doppelt so viel Damage als das andere. Das müssen wir jetzt noch equippen. Und zwar anstelle des Heavy Bows. Vielleicht sollte ich die Schrotflinte ersetzen. Hallo. I'm Katie. And you must be my knight in... Well, where's the rest of your squad? I'm afraid it's just me. Are you okay? Just a bit battered up. Nothing I can't handle. Sehr gut. An old shipment. I figured, given how much harm my family's caused, it's the least I can do to tip back the scales. It's not much, I know. But it's a start, I guess. Thank you. It's a pretty good start. Ich mag ja T-Shirt, ist die Navy Seal. Na egal, wir müssen hier noch zu Ende looten. Hätte ich das leise gemacht, wäre hier das auch noch drin geblieben. Das wäre ja super. Hätte ich mich mal daran gehalten. Vielleicht habe ich deswegen nur Scheiße im Inventar. Katie's Rifle. Wow, das sieht doch gut aus. War das wirklich dein Rifle oder nur ein Mod? Wir haben ein Precision Rifle. Das macht auch 13 Damage. Ach, das haben wir bestimmt ausgerüstet. Dann hier der Mod. Plus 15% Schaden zu markierten Feinden. Her damit. Ja, so langsam wird es ja. Das ist richtig, aber ich habe kein besseres Zeug. Irgendwas noch zu looten? Sieht, glaube ich, nicht so aus. Na, da unten ist noch was. Eine kleine Kiste. Macht zwar nicht die ganzen Spare Parts wett, die ich hier geopfert habe, aber vielleicht sind welche drin. Nein, das war nur Special Ammo. So ein Mist. Okay, das haben wir hinbekommen. Hier ist eine Beltsbrick. Wegpunkt drauf. Und wir rufen Hawk. Wird Zeit, dass der mal wieder hier ein bisschen Action kriegt. Seht ihr das? 3 Helikopter um den scheiß Ballon. Und ich habe immer noch nicht nachgeschaut, was das eigentlich bringt, die jetzt noch zu zerstören. Letztes Mal habe ich ja schon gesagt, in der Story hat das ja Sinn ergeben. Na, jetzt hängen die immer noch da. Und ich weiß nicht, ob das irgendwelche Boni gibt. Bonüsse. Nee, Boni ist schon richtig. Na, ich sag Bonüsse auch ganz gern. Komm schon, Beltsbrick irgendwo hier. Wahrscheinlich ganz da oben. Da wäre ich zumindest, wenn ich eine schöne Blume wäre. Ah, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Hat sich den besten Platz ausgesucht. So soll das sein. Dismount. Hui. Und berühren. Ja, die Ballons können da oben weiter ballonen. Glaub, davon wären wir auch nicht reich. Storm Sky Bamboo. Den kennen wir doch, glaub, auch schon. Irgend so ein Bambus halt. So, dann wählen wir mal wieder eine andere Quest aus. Quest, Quest, Quest. The Hidden Clan. Clouded Forest. I need to find a way to help the injured resistance. Nor told me of the Kama... K-
Kame Taya, a reclusive clan of healers who might be able to save Alma and our wounded. Go to till Kame Taya's Ancestor's Rest. The Ancestor's Rest is... irgendwo. Da ist sie. Wegpunkt hin. Und Schnellreise macht man natürlich hier hin. Und dann wird es was. Ach, ich bin stolz. Hat ja nur 5 oder 6 Versuche gebraucht, die Fesseln da niederzureißen. Und der letzte Versuch, da war es wirklich einfach. Hätte viel früher drauf achten sollen, ob irgendwo Health-Items rumliegen. Und was willst du? Oh, du willst handeln. Ich habe aber nichts, was dich interessiert. Zumindest habe ich nur 1 davon. Und du bist so teuer. Du bist einfach zu teuer, Mann. Gleichfalls. Das ist natürlich auch schön. Ist mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen. Schön verwurzelt. Ich finde, bei uns sollten auch mehr Wurzeln leuchten. Sollten Wissenschaftler sich unbedingt mal daran setzen, das zu erforschen. Ist das ein Riesensandwich? Nee, das war eine Trommel oder irgendwie sowas. Hallo, Noah. So, Wegpunkt, Wegpunkt, Wegpunkt. Wegpunkt, Wegpunkt. Da nach links. Ah, und ganz deutlich da zu sehen. Munition muss ich auch nachcraften. Besser, besser Vorsicht als Nachsicht. Was ist denn das für ein grünes Giftgas da unten schon wieder? Ziemlich toxisch die Natur in dem Biom. Naja, da wollen wir uns erstmal nicht beirren lassen. Ach komm, kannst du mir nicht deutlich angezeigt werden, du Questziel? Oh, das sieht wieder nach so einer Eva-Pflanze aus. What could have happened to make them leave this place? I'd wait for them if I could, but the others need help. I can't find it on foot. I need my Ikran. Ja, und was mache ich dagegen? Einfach connecten. Ist ja praktisch. Hoffentlich ist es nicht so wie bei USB, dass man 3-mal versuchen muss, bis man auf die richtige Seite gewechselt hat. Oh, das war alles, damit ich mein Ikran hier fliegen kann. Das ist doch super. Ikran, komm hier. Ich vermisse dich. Da ist er schon. Was seid ihr? Diese Kite-Mantas sehen bei Tag ein bisschen gruseliger aus. Ich verdiene mir gerade ganz viele Ubisoft Core Challenges. Ist das nicht schön? So, irgendwas von Interesse da oben drauf. Ich würde natürlich Sachen von Interesse immer oben drauf setzen. Das sieht auch interessant aus vor uns. Alles sieht interessant aus. Muss man schon sagen. Das ist noch so ein Schwarm. Und hier will ich mal auf den höchsten Punkt, der nahe zu erreichen ist. Dann schauen wir mal, wo der Questmarker hinzeigt. Na komm schon, Ikran. Wird doch nicht so sein, dass die hier nichts drauf gemacht haben. Nee, ich glaube, da ist Moos. Da ist Moos. Irgendwas ist hier. Nee, tatsächlich nicht. Ach, das ist doch scheiße. Aber ich habe mein Questing gefunden. Komm schon, wie soll ich mir besseres Zeug craften, wenn ich absolut keine Ahnung habe, wo ich suchen soll? Oder halt viel zu lange suchen müsste. Na gut, dann springen wir mal wieder. Ein Glück kommt das Ikran-Kommando noch. Ich habe ein bisschen dran gezweifelt. Da ist auch was Interessantes hier oben. Sind das einfach nur Felsen, die gerade komisch aussehen? Auch da? Oder ist das irgendwie wieder so ein Hauptquartier?
Gedöns. Oh, wird aber schnell Nacht. Vielleicht habe ich sie hier schon gefunden. Nee, ich glaube nicht. Das ist nur irgendwie Fels, Natur. Irgendwie sowas. Gibt es eigentlich eine Erklärung, warum die Felsen schweben? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin in der Avatar-Lore nicht so wirklich drin. So. Avoid the Jäber, it's deadly. Also der grüne Schleim, der grüne Nebel wahrscheinlich. Steht zumindest im Missionsding. Das hört sich schon mal nicht so gut an. Baufern, kann ich dich ernten? Ach, diese ganze Mechanik zum Ernten und Sammeln hat Ubisoft schon mal besser hinbekommen. Das gefällt mir in Avatar echt nicht. Na gut. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Wir haben Laternen. Wir haben Dafu Fett, Health Items. Und wie. Ja, es sieht abandoned at first glance, but there's a fire still lit. Strange. Someone must be still using it then. Take a closer look. It's the best we have at this point. Ja, ja. Hallo, ist jemand zu Hause? Wenn nicht, nehme ich das Zeug. Das ist doch schön. Ah, ich habe eine bessere. Ich habe schon eine bessere Schürze an. Was ist denn das? So ein Kratzbaum für Katzen? Gibt's Katzen in Pandora bestimmt? Something's out there in the fog. Kann ich euch kombinieren? A Comet Tide was here. A healer making something by the fire. He left recently. Mensch, ist mein Charakter schlau. Maybe it's linked to. Ja, zu was? Das ist ein Stab und ein Blasebalg. Vielleicht bist du verlinkt mit was mir wieder nicht angezeigt wird, weil es viel zu klein ist. Da unten vielleicht. Those parts. They fit together. An animal scare. The weight of the water pivots the arm. It makes a noise as it drops. A Comet Tide healer was here not long ago. I could fix the animal scare. Maybe the noise will draw them back. They might help me. Aha. Ein Glück weiß ich, wie das zu tun ist, aber ich bin echt der kleine Sherlock Holmes in dem Spiel. Gefällt mir eigentlich. Well, that went exactly as I predicted. Hallo. Ja, das sieht nicht gut aus. Mean. Lebst ja immer noch. Mean. Mist. Helf. Wo ist er denn hin? Bist du ruiniert? Ich würde dich gerne looten. Du hast doch bestimmt coole Items. Na gut, dann nicht. Hallo. Are you hurt? No. You fight like a Zeswell champion. Well, at least. Ich finde, der sieht richtig cool aus. I hope I will. Have you? I have. Fascinating. But wait. Are you Sodden too? Or has the Yavah sickness taken me? I am. But what is Yavah sickness? The Yavah. A fog that burns your throat and clouds your mind until you die. I got lost while studying its effects. I followed the sound of the animal scare to escape. Yavah. I think I saw some earlier. What causes it? Nobody knows.
Was ist denn mit dem Spiel los? Warum flackert es so blau? Ah, besser. So you are Kametire. I need the help of your greatest healer. Awasahika Nufi? Oh no. She doesn't see anyone. Would she see me? My friends are sick. Please, help. Perplexing. Mokasa forbids visitors. But they all saw them too. But is that good or bad? And they did save me twice. I have decided. And I will help. But nobody must know. How do I find the capital? Let me see. With your bonded, soar over the lake and continue until you see the rock we call Eklon's Head. Flat on top, with its nose pointed to the horizon. Thank you. What is your name, by the way? I am Okul. But remember, if anyone asks, I did not send you to the Hollows. Na gut. Aber das war ein cooler Kashmir, oder wie auch immer der Clan heißt. So, was seid ihr? Kann ich euch scannen? Kann ich euch looten? Nö. Ach, er geht. Rillstem Tree. Wunderbar. Irgendwas, was ich noch aufsammeln kann? Ich bräuchte echt gute Rüstung. Nö, sieht nicht so aus. Dann wollen wir mal mit unserem Ikran schön fliegen. Na, vielleicht können wir da doch was looten. Nö. Hätte mich ja auch gewundert. Unsere Hälfte ist auf jeden Fall voll. Ikran ist nebenbei geparkt. Da laufe ich kurz hin. Und dann können wir ja weitermachen. Ja, bei Nacht sehen die Mantas deutlich weniger bedrohlich aus. So. Questziel ist da. Wegpunkt ist drauf. Wunderbar. Was sieht denn aus wie ein Ikran-Set? Ich würde eher sagen, das da. Ah, der Wegpunkt ist leicht anders. Hier leuchtet was. Das sieht doch auch schon gut aus. Und hier ist es nur ein Felsen oder auch so eine coole Blume? Insgesamt eine Blume. Gut zu wissen. Jetzt mal hier hoch. Das sind einfach nur die Longbow Crafting Material. Beste Qualität Regen. So viel Zeit habe ich aber nicht. Wir werden es... Na, kann ich euch ernten? Und warten bis zum Regen kann ich nicht. Oh. Muss ich dafür echt an ein Lagerfeuer? Das ist doch dämlich. Wieso kann ich nicht einfach hier warten? Was ist denn hier los? Glaubt, das wird später noch relevant. Sieht ja wirklich merkwürdig aus. Na gut, ich nehme mal so einen Ast mit oder zwei. Ist halt dann nicht superior oder exquisit, was soll's. Boah, nach links biegen. Und das machen wir gleich nochmal. Sicher ist sicher. Boah. Und weiter geht's. Komm hier, Ikran. Wahoo auch. Wohl gerade dasselbe sein. So. Ist das ein Ikran-Head? Nö. Ich glaube, ich bin wieder falsch. Superior Kochzeug und Headguard Mod, auch Superior. Also so falsch war es ja dann gar nicht. So, dann wollen wir einmal schauen. Wir haben dadurch 60 Health. Ja? War das nur der Mod? Plus 18% RDA Damage. Das nehme ich doch gern, obwohl ich damit richtig beschissen jetzt irgendwie aussehe. Und ein Chestguard-Mod. 18% mehr Wildlife-Damage und 10% Weak-Spot-Damage. Her damit. Und hier habe ich noch irgendwas. Nein. Sieht nicht danach aus. Das ist alles schrottiges Gear. Naja, was soll's. Ich sehe auch richtig bescheuert aus. Wegpunkt.
Okay, wo wollt ihr? Ich dachte, ich soll irgendwie hoch. Wieso soll ich jetzt runter? Na gut, dafür brauchen wir keinen Ikran. Oder, das sieht doch cool aus. Die Felsformation da, der Bogen. Ich glaube, ich muss einfach hier runter. Ja, da ist ja das Questziel. Müsste ich einfach mal früher die Augen aufmachen. Ich hoffe, das gibt jetzt nicht zu viel Fallschaden. Nö, das sieht gut aus. Hui. Hui. Oh. Verzeihung. Da hat sich die Pflanze erschreckt vor mir. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt, wo ist der Scheißwegpunkt wieder hin? Ich hasse das an dem Spiel. Ich habe nie eine Ahnung, wo was war. Und so schlecht ist meine Orientierung eigentlich nicht. Wahoo! Autsch. Okay, da unten. Hätte es mir auch gleich anzeigen können. Oder angezeigt lassen. Schön warm hier. Kann aber auch nicht bis zum Regen warten. Hallo? Jemand zu Hause? Na, vielleicht gehe ich einfach... Resting Spot. Kann aber gerade nicht resten. Wird vielleicht sonst rosten. Ah, okay, ich bin angekommen. Die sind unfreundlich. Who dares to darken our threshold with lies? Ich. I'm looking for your Tzahik. The Sky People attacked us and we have many wounded. I was told the Kametire were healers. We need help. There is nothing for you here. Especially from our Tzahik. Do we not have an obligation? Our clan once helped those in need. That was before our Tzahik killed. Instead of healed. The Sarentu no longer walk among us. Only liars. Why would they lie? Their mark is clear. Enough! You desecrate the memory of our Sarentu friends. In any case, she is in seclusion, far from here, and not to be disturbed. Be on your way, imposter. We have no need of you here. Wie nennst du hier Imposter? War doch noch gar nicht in den Wind. Not everyone agrees with Mokasa's methods. Meet me at the Circle of Ancestors, where Ewa shows us the way. Die ist freundlich. Und ich glaube, die flirtet ein bisschen mit den Augen. Das war zumindest sehr seduktiv. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, dann ist es, glaube ich, besser so. Hier könnte ich warten, bis es regnet. Tue ich aber nicht. Wir wollen uns hier ja auch einstöpseln. Für was denn? Never seen a Sarentu. Never thought I would. Then you walked into the heart of the Kametire. As if it was nothing. I didn't know. What? That everyone blames us for the dead Sarentu. But wasn't it the RDA that took us? You don't need to hide. We're not hiding. The clans turned their backs on us. And now, Mokasa is our only guide. Our Tzahik Anufi is lost in her own darkness. Das klingt aber nicht gut. How do I find her? Nobody ever sees Anufi. Mokasa forbids it. She stopped fighting for us a long time ago. But if I could just talk to her. Maybe. Seeing a Sarentu will bring her back to us. She has a place beyond the Great Falls, behind the capital. If you find it, tell her Satne sent you. Na gut, man muss ja auch ein bisschen Mitarbeiter hier... loben, das ist richtig. Kann ich mich hier noch irgendwie mit verbinden? Für einen Skillpunkt oder zumindest Whispering Great Cap. Na komm, Ewa, ich brauche ein bisschen besseren Loot. Sch-
Shadows of the Past. Was für ein Missionstitel. Oh, ich kann contributen. Irgendwas, was ich nicht mehr brauche. Der Bogen ist ja noch gut. Ja, Longbow-Material. Den können wir auf jeden Fall reintun. Den behalten wir. Ja, von mir aus können wir auch das da reintun. Ziehe ich eh nicht an. Whisper String von mir aus. Die brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Den brauchen wir auch nicht. Hier. Viel Spaß mit dem Zeug. Und du willst was? In need of something, yes? Ja. Gute Items. Ankle Guards und Headguard Mods. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was nehmen wir denn? Auf jeden Fall mal die Ankle. Ich muss kurz nachsehen, bevor es was Falsches wird. Ich will meinen Favor ja nicht. Okay, die haben 36 Health und Armguards brauchen wir auch. Die haben 54 Health. Also, Ankle Guards, her damit. Dankeschön. Und was bist du? Du bist ein Chest Guard mit 79 Health. Ah, Armguard mit 79. Her damit. Und das ist auch nicht schlecht. Das Schulterteil. Aber wollen wir erstmal hier 50 Health hat unser aktuelles. Hier erstmal die neuen Sachen ausrüsten. Mensch, das läuft ja in der Episode. Wir haben wieder fast gutes Zeug. Wir haben Kampflevel 13. Ist das nicht schön? Unser Chestguard hat 50 Health. Und der hätte für mich noch einen mit 76 Health. Legcrafting, Gearcrafting, Gearcrafting. Material. Bark. Die braucht man doch auch irgendwo für. Gut, der hätte hier 79 Health noch für mich. Das nehme ich einfach. Besser, als dass ich nichts craften kann. So, Chestguard. Und, da hatte ich ja schon zwei gute. Ist egal. Nehmen wir den. Sehe mal nicht beschissen aus. Aber solange es wirkt, passt doch alles. Gut, dann können wir wieder contributen. Braucht das ganze Zeug hier nicht mehr. Contribution, Contribution. Ja, das können wir auch contributen. Waffe. Sonst noch was? Das da wahrscheinlich. Bisschen Inventar aufräumen, schadet nicht. Schadet nicht, Inventar aufzuräumen. So. Viel Spaß mit dem Zeug. Mensch, freue ich mich, dass wir gut ausgerüstet sind mal wieder. Zur Abwechslung. Gut, wo müssen wir denn jetzt hin? Quest Shadow of the Past. Der Wegpunkt liegt hier. Das ist schon mal schön. Wegpunkt liegt drauf. Da ist eine Bellsbrick auf dem Weg. Und Schnellreisen kann ich ein bisschen. Kann zumindest dahin schnell reisen. Und den Rest müssen wir halt fliegen. Das kriegt man aber auch irgendwie hin. So. Komm schon her, Hawk. Das sind Stöcke. Brauche ich welche? Anscheinend ja. Anscheinend ja. Und ab in die Luft. Na, immer noch 1,9 Kilometer entfernt. Und wo ist die Bellsprig? Ich dachte, die wäre hier irgendwo in der Mitte. Das ist aber auch ein cooler Baum hier. Liegen wir mal lieber ein bisschen tiefer. Nicht, dass ich was übersehe. Aber Questziel ist eh da vor uns. Sind wir schon vorbei? Ah, nee, die ist irgendwo weiter rechts. Vielleicht irgendwo hier drauf noch. Müssen wir wahrscheinlich nicht unbedingt berühren. Dacht nur, wenn sie auf dem Weg liegt und uns praktisch zuzwinkert, müssen wir die noch mitnehmen. Ah, das ist wieder... Ah, da ist sie. Dankeschön. Irgendwie sind wir richtig gelandet. Und berühren. Hui! Mist. Was bist du denn wieder? Fogbloom. Na, dich kennen wir ja auch schon.
Leider weiß ich immer noch nicht, wie man die ernten kann. Irgendwas ist anscheinend noch in der Nähe. Keine Ahnung was. Das klingt nicht so wichtig. Wir haben aber auch diese Ancestor Skills. Free Fast Travel Ancestor Skill. Das ist mal ein... ein Name für einen Ancestor Skill. Dass man einfach kostenlos schnell reisen kann. Aktuell kostet es ja ein bisschen Energie, aber Essen gibt's genug. Was ist das schon wieder für eine liebliche Melodie hier? Das Moos. Ich erkenne Moos. Komm schon, sei gutes Moos. Ja. Sieht biert aus, das Moos. Und ich weiß nicht, in welche Richtung man drücken muss. Ich probiere doch alle 8 aus. Na komm. Links sieht am besten aus. Nee. Links und dann... Na komm. Links. Oh, leck mich. Ich will dich doch nur ernten. Das gibt's doch nicht. Habe ich eine zittrige Hand? Nicht nur im Spiel, sondern auch an der Maus? Ja. Blue Cloud Moss. Das ist auch superior. Ist das nicht schön? Aber auch hier wäre die beste Qualität im Regen. Okay, einfach nach links ziehen. Weiß nicht, warum er sich beim ersten so angestellt hat. Oh, hier nicht nach links ziehen. Ich glaube, das Moos mag mich nicht. Hier war es links unten. Na gut. Ist das nicht schön, dass wir mal Moos gefunden haben? Da ist sogar noch mehr Moos. Paar Episoden zu spät. Jetzt habe ich mich ja gerade ausgerüstet. Aber guckt mal, wie viel Moos hier rumliegt. Unfassbar. Unfassbar. Und da können wir noch einen Fisch ernten. Irgendwie. Hallo? Fisch? Ups. Oh, da. Wir müssen nicht mit Granaten auf Fische schießen. Lieber mal wieder wechseln. Und das sollte reichen. Ja, mit dir, Fischi. Oh, nur fein. Nicht mal superior und schon gar nicht exquisit. Okay, dann wollen wir mal da oben hoch. Da hole ich wieder meinen Ikran. Hier ist noch ein Sarentu-Totem. Oder was auch immer. Oh, muss ich hier wieder... Nee, hier muss ich memorizen. Das ist wieder dieses Finger-Tai-Chi. Das mache ich nicht. Da kriege ich mit der Tastatur einfach nicht so gut hin. Und außerdem geht das viel zu lange für das, was man dafür bekommt. So, einmal hier nach oben. Dann wird man mich loben. Und ich wollte... Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir sind vorm Eingang und das reicht schon wieder für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.